Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War Ragnarok. Juhu! Ach, es geht ja nicht weiter. Sorry. Jetzt sind es schon 5 Tage, wo ich nicht geschlafen habe. Tut mir sehr leid. Kann sein, dass ich mich irgendwie gerade zu sehr auf YouTube konzentriere, dass ich meinen Schlaf komplett zerstört habe. Naja. Wir haben Besuch. Wow, hallo. Tschüss. Hier ist noch eine. Also ist Irpa der Rudelführer? Nein, das ist Note, eine der Rudel-FSB. Okay. Achte auf die Senke davor. Da gibt's viele Kreaturen. Früher habe ich da immer Vorräte für Farben geholt. Mhm. Ja, wir sollten sie vertreiben. Deine Malsachen sind wichtig. Nur, falls du das willst. Klar. Warum nicht? Lina. Bin ich denn hier gelandet? Perfekt. Hey. Hey, ich töte Blumen. Oh, ist ein Geschenk. Danke, aber behalt sie. Also, wir suchen Scheusalnester. Sie liefern mir Vorräte, also halt die Augen offen. Langsam fahren wir ja nicht mal Titel mehr ein, also. Muss Schnee gehen. Es ist so dunkel hier. Lass mich mal. Scheusale, ein ganzes Nest. Die sind hier unten überall. Fang, da! Wenn wir mehr Fackeln anzünden, können wir sehen, sie erledigen und mitnehmen, was ich brauche. Los geht's. Du gehst. Ich entzünde. Der Rest. Das ist geschafft. Es riecht muffig. Fauliges Wasser. Die Radio! Erledigen wir alle Nester, bevor wir gehen.
Wie läuft's denn so? Dann können wir weiter. Ich schwöre, dieser Ort war früher nicht so. Jawohl. Schon viel besser. Das soll mich jetzt erschrecken, oder was? Hier unten ist es viel kühler. Gegen Midgard ist das ein Witz? Bin ich wieder hier. Toll gemachte Scheiße. Nach Midgard, in die anderen Welten. Irgendwohin. Das ist keine so gute Idee. Die Tiere brauchen mich. Es ist sicher noch eins in der Nähe. Jawohl! Dann alle. Danke. Geht es dir besser? Etwas. Geh mir zurück. Ich mach das schon. Nur bitte. Mhm.
Die habe ich fast vergessen. Nein, kein Bergsrot. Da ist jemand sauer, weil wir ihre Nester zerstört haben. Das mussten wir. Macht keinen Unterschied. Was ist deine, Lieblingsfarbe? Muss es denn eine sein? Nicht, wenn du mehrere hast. Nein, warte. Blau. Nein, es ist grün. Ist auch schön. Aber wie könnte ich rot vergessen? Was ist in der Labyrinth hier drin? Also, ja. Falsche Richtung. Alles gut? Ja. Und du? Hauen wir hier ab. Ab nach Hause. Ich dachte, wenn ich mein Schicksal kenne, verändert mich das. Aber ich bin immer noch ich. War das bei dir auch so? Du wirst immer derselbe bleiben, Loki. Es geht darum, sich damit abzufinden. Und du hast dich damit abgefunden? Das dachte ich. Derselbe Weg? Nee, um die Senke herum. Das geht schneller. Ich sehe ja schon, dass ich diese Kuh wieder brauche, aber egal. Oh, das wollte ich fragen. Deine Mutter hatte Vision. Sehen alle Riesen die Zukunft? Manche. Traum. Hey, stimmt. Ich habe von Thor geträumt. Mhm. Thor? Und es wurde wahr. Er kam zu unserem Haus. Echt? Jetzt? Klingt ja wie ein Albtraum. Ja, schon. Ist die Kamera plötzlich so nah? Was ist das? Glühwürmchen? Sind die gefährlich? Du bist ja süß. Wie hübsch. Ja. Hier geht's wieder zu Fuß. Wofür?
Oh, wow. Ich weiß, es war seltsam. Mehr als einmal, aber ich fand das schön. Ich auch. Jetzt kommt so eine krasse Cut-Szene, die einfach Bock macht. Da ich nun den Weg hierher kenne, könnte ich jederzeit wiederkommen, oder? Wann? Weiß nicht. Wenn alles vorbei ist. Also nach Ragnarök? Ja. Ja. Da habe ich noch nichts vor. Na komm, du schaffst das. Was ist hier oben? Eine Abkürzung. Braves Mädchen. Du schaffst das, Jatla. Ich glaub an dich. Gönn dir Jatla eine Pause. Sie heißt Jatla, aber warum steht denn da Jatla? Das war übrigens ernst gemeint. Wirklich. Über deine Bilder. Sie sind wirklich gut. Willst du mich aufmuntern? Ja. Funktioniert es? Frag mich noch mal in... Wurde auch Zeit. Was zum... Halt's Maul. Zu spät zum Jammern. Jetzt. Wer war das? Grilla. Sie. Nein. Was ist los mit ihm? Ich kann nichts fühlen. Nichts zu fühlen. Grilla hat seine Seele weggeflüstert. Weißt du, wo sie wohnt? Was hast du denn vor? Ich habe schon genug Wölfe begraben. Folge mir. Digga, kann er mal endlich seine Schnauze halten? Wegen ihm stimmen auch schon wieder Leute. Verstanden. Ich helfe dir. Halt dich bitte zurück. Warum? Grilla die Riese. Was? Sie war nicht immer so. Als sie erfuhr, dass mein Vater nichts tun würde, um sein Schicksal abzuwenden. Anders. Kommst du jetzt mal? Wir müssen wohl irgendwie da durch. Ha!
einer der Bäume von vorhin? Siehst du irgendwas auf der anderen Seite? Ich gucke. Ja, ich sehe was. Und zwar deine hässliche Fresse, die mich dir auf Nerven geht. Alter, die tut mir leid, wenn ich sage, aber jetzt machen wir mal eine Folge 30 Minuten lang. Ich habe keinen Bock mehr. Ihre Scheißstimme irgendwie. Ich habe keinen Bock mehr auf Atreus, deswegen wird die Folge jetzt ein bisschen länger. So wie er jetzt gerade im Moment ist, ist irgendwie God of War mit Kratos. Oh nee, ne, ich tue schon wieder. Aber. Das nenne ich viele Riesen? Krafteinsatz. Wie lange? Du fragst wegen deiner Mutter. Vor meiner Geburt. Das ist ja ein ganzes Leben, von dem ich überhaupt nichts weiß. Tut mir leid. Ich weiß nichts über sie. Deine Mutter verließ die Riesen lange bevor ich zur Welt kam. Ach, also das Papier ist älter als sie. Okay. Schön zu wissen. Schon zu wissen, dass ich einen Sack spiele. Das ist Grilas Heim. Kein Licht. Vielleicht sieht sie noch ihren Fall. Aber drin könnten mehr Tiere sein. Dann lieber schnell. Und die Tür war ja gerade ein doppelt zu groß. Da ist noch ein Eingang. Wir müssen einen Weg dorthin finden. Hier. Ja, mach. Ja, hallo, hier ist der Weg. Dann wollte sie gerade hin gegen die Wand laufen? Sie kann Momente aus deren Leben endlich frei fühlen. Der Wind in ihrem Fell beim Rennen. Sich nur darum sorgen, was sie jagen und wo sie schlafen soll. Aber es ist nicht echt. Schön zu wissen, dass ich nicht mal looten kann hier. Zum Keller. Vielleicht hält sie die Tiere dort unten. Der Schlüssel steckt noch. Du musst die nur drehen. Hey, wir kennen die Zukunft. Und in der hat deine Oma uns nicht umgebracht. So läuft das nicht. Ja, aber wer weiß, vielleicht wird sie es noch.
Das ist doch kein Keller. Du kannst mir sagen, was du willst. Das ist aber kein Keller. Ich höre im hinteren Teil des Kellers etwas atmen. Ich auch, aber ich höre keine Stimme. Haben wir die Fässer nicht schon mal gesehen? Jaulwurf! Junge, wer macht so viel Lärm an einem Tag? Ja, richtig, Atreus und seine Frau. Seine gute Frau. Die gute Frau. Die Güte. Die Güte. Gar nichts fühlen. Wie bei der anderen. Sie nahm ihre Seele. Wir können nichts mehr tun. Halt das. Was willst du? Du hast keinen der Riesen nicht gemocht, oder? Ist egal. Die hier. Nein. Lass es. Deine Mutter sagte, ich finde ihren Zweck. Ja, irgendwann. Ich habe sie dir gerade gegeben. Ich weiß. Aber sollen sie versteckt bleiben? Ewig? Und wir können sie nicht sterben lassen. Bist du sicher? Nein. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Na gut. Also, Susan? Weg, ja? Weg, ja. Das war's? Wo geht sie hin? Hat's gewirkt? Ich weiß nicht. Hier. Gibst du etwa jetzt schon auf? Sie sind deine Verantwortung. Ja, ich weiß. Es ist... Ich finde... Du solltest sie verwahren. Bis hier, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Ciao.